Die USA sind die Supermacht schlechthin auf der Welt und dennoch bekommen sie scheinbar die Corona-Krise nicht in den Griff. Und wenn sie die Corona-Krise nicht in den Griff bekommen, dann wird das auch Auswirkungen eben auf amerikanische Firmen haben, auf die amerikanische Wirtschaft haben und möglicherweise eben auch auf amerikanische Aktienmärkte haben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem kleinen Streifzug durch die erstaunlichen Differenzen zwischen dem, was in den USA fundamental der Fall ist in Sachen Wirtschaft auf der einen Seite, vor allem aber in Sachen Corona-Krise und was an den Aktienmärkten der Fall ist. Das wollen wir mal ein bisschen abgleichen und diese Differenz einfach zeigen. Die Schlüsse, die Sie daraus ziehen, sind Ihnen überlassen, ob Sie long oder short gehen, um das nochmal klar zu sagen, ist eine völlig andere Geschichte. Man kann sagen, okay, der Fed-Put wirkt, deswegen gehen die Aktienmärkte weiter rauf. Oder man kann sagen, das Ganze wird nur durch Liquidität getrieben und irgendwann fällt diese Liquiditätshosse in sich zusammen. Beides ist sehr gut möglich und denkbar und eben keine Anlageempfehlung. Aber los geht's, wir wollen uns anschauen, was da eigentlich in den USA der Fall ist. Und das ist der Fall. Hier sehen wir eine klare Divergenz zu Europa. Wir haben täglich in den USA durchschnittlich so, naja, 25.000 bis 30.000 Fälle. Derzeit an Coronavirus-Neuinfektionen und das, wie gesagt, wundert auch die Amerikaner wie Michael McFaul, der sagt, wir sind die Supermacht schlechthin, was läuft da falsch, was ist da los? Nun ist natürlich erstaunlich, dass wenn wir uns mal hier diese Statistik anschauen, dann ist es Brasilien, United States, Russland ist damit dabei, Indien kommt jetzt sehr, sehr stark, aber zumindest Brasilien, United States, und UK, also United Kingdom auch, sind alles Länder, die relativ spät auf dieses Virus reagiert haben, deren Regierungschefs gesagt haben, naja, das ist total harmlos, dieses Virus, da brauchen wir uns nicht drum kümmern, die dementsprechend auch später Maßnahmen ergriffen haben. Das dürfte eben kein Zufall sein, dass dadurch auch die USA stark betroffen sind, auch wenn Trump sich lobt, dass er ein super Krisenmanagement betreibt. Okay, er hat die Flüge aus China gestrichen, einstellen lassen, aber so wahnsinnig viel ist es sonst nicht passiert. Dann aus der Europäischen Union, aber UK, aus United Kingdom, aus London konnte man nach wie vor einfliegen. Das macht natürlich irgendwie keinen wirklichen Sinn. Ist es so, dass die Amerikaner mehr testen, wie Donald Trump sagt? Wir testen am meisten. Keiner testet so viel wie wir, deswegen haben wir diese Fälle. Nein, ist nicht der Fall. Ich zeige Ihnen hier mal eine Statistik pro 1 Million Einwohner. Da sehen wir, dass die Vereinigten Arabischen Emiraten deutlich vorne liegen. Dann kommt schon Russland, dann UK, Katar, Spanien, Portugal, Singapur, Belgien, Weißrussland und erst dann die USA mit 86.000 Tests auf 1 Million Einwohner. Deutschland kommt auf 60.000, also deutlich weniger. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Amerikaner so viele Fälle haben, weil sie so viel testen. Das ist offenkundig. Wir sehen, dass der 7-Tages-Durchschnitt um 30% gestiegen ist. Jetzt in dieser Woche im Vergleich zur Vorwoche, wir sehen diese Problemstaaten Texas, Arizona und Kalifornien. Wir hatten gestern zum Beispiel vor allem in Texas die Hospitalisierungen stark ansteigend. Wir hatten über 5000 neue Fälle in Texas. Das war ein absoluter Rekord. Hier sehen wir, wie stark das ansteigt. Wir sehen, dass LA County sehr stark betroffen ist. Also es ist der Westen und der Süden, der hier stark leidet. Das sehen wir auch in dieser Grafik. 25 Bundesstaaten in den USA haben mehr Fälle gemeldet als in der letzten Woche. 10 haben sogar einen Anstieg von mehr als 50% erlebt, davon 12 Bundesstaaten mit neuen Rekorden. Wir sehen, dass das überwiegend hier im Süden der Fall ist, aber hier teilweise auch, naja, mittlerer Westen kann man hier sagen vielleicht, oder eben auch nördlicher gelegen, während an der Ostküste die Dinge hier zurückgehen. Ostküste, Süden, Westküste und Süden, so muss es heißen, sind sozusagen die Hotspots. Und wir sehen, dass der Osten, der am Anfang sehr stark von dieser Pandemie in den USA betroffen war, deutlich abklingt inzwischen. Hier sehen wir das nochmal in dieser Grafik. Arizona, South Carolina, Florida, Texas, während die anderen hier praktisch ein bisschen nach unten gehen. Gleichwohl, und das ist das Krasse, steigen die Aktienmärkte wie wild in den USA. Ist es nicht so, dass wenn diese Corona-Krise nicht wirklich vorbeigeht, einschränkende Maßnahmen weiter ergriffen werden müssen? Apple hat schon wieder einige Stores zugeschlossen, etc. etc. Das wird auf vielen Ebenen passieren. Die Leute können vielleicht nicht so zahlreich ins Büro gehen, etc. etc. Wir sehen hier, dass gleichwohl der Nasdaq gestern ja ein neues Allzeithoch gemacht hat.
Und wir sind jetzt mit dem größten Abstand zur 200-Tageslinie beim Nasdaq in 20 Jahren. Das ist also sozusagen schon etwas, was wir seit 2001 nicht mehr gesehen haben, seit der Dotcom-Blase nicht mehr gesehen haben. Die FANG-Stocks sind es, die hier sozusagen hausieren. Ja, es ist eine Blase und das sehen wir hier zum Beispiel. Wir haben die Price-Sales-Ratio bei Apple. Das heißt, der Preis der Aktie in Relation zum Umsatz des Unternehmens. Und da sind wir unglaublich stark angestiegen. Hier sehen wir die erwarteten Umsätze für 2020, rückläufig der Aktienkurs nach oben. Das ist nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Wir sehen Rally like 1999. Es ist sogar krasser. Wir sehen hier die Marktkapitalisierung und hier eben die Gewinne der Unternehmen als schwarze Linie. Und wir sehen, da war der Abstand schon groß, von hier bis hier. Und jetzt haben wir einen Abstand von hier bis hier. Das heißt, man könnte sagen, dass diese ganze Geschichte noch viel krasser ist als das, was in der Dotcom-Blase abläuft. Und diese Gewinne, die laufen meistens in der sogenannten Overnight Session, also vor Kassaeröffnung in den USA, vor 15:30 deutscher Zeit. Hier sehen wir, dass seit im Mai, Anfang Mai, der S&P verloren hätte, der S&P 500 verloren hätte, wenn es nur nach dem Kassahandel geht. Aber dadurch, dass über Nacht, also praktisch über Nacht US-Zeit, vor 15:30 hier diese massiven Gewinne anfallen, ist der Index so stark. Wir sehen, dass das mit Gewinn und Umsätzen der Unternehmen relativ wenig zu tun haben. Die Projektion ist jetzt, dass die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr der S&P 500 Unternehmen im zweiten Quartal um 43,8% fallen. Das ist der größte Rückgang seit dem vierten Quartal 2008. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Bankrotte jetzt in der letzten Woche zum Beispiel stark zugenommen haben. Größter Anstieg oder größte Zahl an solchen Bankrotten seit dem Jahr 2009. Und wir sehen, dass die Märkte schon durchaus reagieren. Nicht die Aktienmärkte, nicht die Wall Street, aber der Dollar, der jetzt hier abverkauft wurde, hier Dollar gegen Fiat-Währungen, also gegen andere Papierwährungen, wenn man so will, ist gestiegen, aber kommt jetzt doch deutlich zurück. Und wir sehen, dass eben zum Gold verliert der Dollar sehr, sehr stark. Gestern ja das Gold auf einem 8-Jahres-Hoch. Gleichwohl wollen die Amerikaner weitermachen. Mnuchin hier, ja, wir haben viele Liquidität. Trump ist sehr angetan von der Fed, ja, das ist ein gewisser Wandel. Fed hätte einen phänomenalen Job gemacht und wir überlegen, einen weiteren Stimulus jetzt zu machen. Im Juli schon, aber werden die Demokraten dem zustimmen? Das ist die große Frage. Trump übrigens hat getweetet hier gegen Autonomous Zone, was in Seattle ja der Fall ist, diesmal in Sachen Washington in DC, wo es solche Bestrebungen auch gibt, hat dann direkt mit Gewalt gedroht diesen Leuten. Twitter hat diesen Tweet gelöscht. Wir haben weiterhin Aussagen von Peter Navarro, respektive Chinas Reaktion auf die Aussagen von Peter Navarro. Und man sagt hier seitens der Global Times, das wird nicht reichen, um den Schaden zu reparieren, diese Rückzieher von Navarro. Und wir haben noch, was haben wir noch heute? Den IFO-Index, der deutlich über 80 erwartet wird, nachdem wir zuletzt bei 79,5 waren. Also schauen wir uns mal die Charts an, meine Damen und Herren, hier von Capital.com. Hier sehen wir den DAX. War das ein Fehlausbruch? Diese Frage stellt auch Stefan Jäger im DAX Daily heute. Ich kann Ihnen dieses Format nur empfehlen, weil Stefan Jäger eine sehr gute Einschätzung hat nach meiner Auffassung hier auf Stundenbasis dieser Chart. Ich zeige alle Charts auf Stundenbasis, um das nochmal zu klären. Wir sehen den Nasdaq, der bei 10.224 hantiert. Wir sehen, dass wir gestern schon deutlich höher waren über der 10.300er Marke. Dow Jones sieht etwas schwächer aus. Wir sehen den S&P 500 in dieser Seitwärtszone oben 3.150, 55 unten 3.080 um und bei hier diese Zone 3.070, 80. Das ist das Make-or-Break-Niveau für die Bären. Was macht der Euro? Der kann eben ansteigen. Wir sehen hier diese kurze Konsolidierungsphase in Richtung 1,1170 und dann jetzt wieder rauf über die 1,13er Marke. Wir sehen, dass Gold sich sehr luftig hält bei 1767. Und was macht Krotol? Das steigt wieder leicht an auf $40,39. Also, das ist sozusagen das Erstaunliche hier in den USA. Was ist da los? Wie kann es sein, dass eine solche Supermacht die Dinge nicht in den Griff kriegt? Warum ist gerade der Süden so stark betroffen jetzt oder auch die Westküste der USA, wo die Temperaturen ja sehr warm sind? Sind es die Klimaanlagen, die dort besonders laufen?
Erinnern wir uns, bei der SARS-Epidemie hatten die Asiaten vor allem Angst, dass eben diese Geschichte durch die Klimaanlagen verbreitet wird. Aerosole ist hier das Stichwort. Möglich ist es, jedenfalls sehen wir, dass die weitgehende Aufhebung des Lockdowns natürlich ein gewisses Risiko darstellt für die USA und für die US-Wirtschaft, während wir hier in Deutschland sehr scharf reagiert haben, viel kritisiert. Aber wir sehen jetzt eben, dass die Fälle sehr, sehr gering sind. Und das ist eigentlich ein Erfolg, wenn man mal ehrlich ist. Jetzt kommen gleich wieder die Coronavirus-Kritiker, Leugner und sagen, gibt kein Coronavirus oder irgendwelche Argumente. Wir haben nun mal eine Situation, die statistisch etwas schwer zu erfassen ist. Aber es ist ja völlig klar, dass das Problem in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern kleiner ist als in den USA. Derzeit können wir uns darauf einigen. Das wäre schön. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen noch wunderbaren Handelstag und sage Servus und